Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder mal in Bobs Analystenstube. Heute wird keine Analyse erstellt, sondern ich erkläre einfach mal, um was es sich bei dem Wikifolio handelt. Kurzfrist US-Perlen mit System, was in Kooperation mit Traders von mir aufgelegt wird, ist jetzt bereit zum Gang an die Börse, wird vielleicht in 6 Wochen handelbar sein. Wenn Sie also irgendwann mal dann liebäugeln, Geld zu investieren, was ich nicht sagen darf, dass Sie das sollen, dann sollten Sie sich diesen Film anschauen. Hier steht es schon, US-Kurzfristperlen mit System, weil die Haltedauer ist normalerweise ungefähr 30 bis 45 Handelstage. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal die Systeme, die dahinter stehen, nämlich nutzen wir wieder mal drei verschiedene Programme. Zum einen das Programm Vector Bull. Da werden jeden Tag über 500 Aktien durchgearbeitet und wir bekommen Signale, die entweder dann ins System eingestellt werden müssen oder aber beobachtet werden müssen. Wir können ja bei Wikifolio momentan nur Limit Orders einstellen. Und da sehen Sie hier, ich habe mal das Ganze jetzt berechnen lassen ab Anfang 2010. Da sehen Sie, das wären die offenen Positionen in diesem Portfolio, wenn wir alle Aktien handeln könnten von diesen 550 Stück. Bei Wikifolio kann man, glaube ich, nur 300 handeln. Aus diesem Grund haben wir auch Hebelprodukte mit hinzugenommen, weil dann wird das nochmal etwas erweitert. Und was sehr, sehr wichtig ist, wir können auch dann, was bisher nicht geht, entsprechende Short-Signale, wie hier zum Beispiel, umsetzen, wenn es entsprechende Short-Hebelzertifikate auf diese Aktien gibt. Nur mal zur Info, das sind dann die sogenannten Einstiegsorders. Hier sagt zum Beispiel der Kurs, ich soll Cable Vision Systems mit einem Stop Open plus 0,23 einkaufen. Das würde bedeuten, die Signale können normalerweise erst umgesetzt werden, wenn die Wall Street eröffnet hat. Ist auch umso besser, weil dann ist der Handel, da und Lang und Schwarz, die ja die Orders ausführen, die gehen dann direkt an die US-Börse und erwerben dann die entsprechende Aktie dort, was natürlich zu einem engen Spread führt. Was Sie hier sehen, sind jetzt die Einstiegsorders für verschiedene Werte. Heute haben wir zum Beispiel 13 Signale, die normalerweise ins System eingespeist werden müssten. Da das aber US-Werte sind, müssen die sozusagen am US-Markt eingespeist werden über ein Alarmsystem, und wenn dann da ein Alarm ertönt, der sagt, hier die Aktie ist jetzt ein Einstieg, dann muss diese Position im US-Kurzfristperlen-Wikifolio erworben werden. Haben wir es natürlich hier um Short-Positionen zu tun, dann wissen wir das natürlich schon, wenn hier die Signale erscheinen. Heute sind keine Short-Aktien dabei. Da müssen wir natürlich, bevor die US-Börse eröffnet, schon mal schauen, ob es da Zertifikate gibt. Das heißt, es können also nicht alle Signale hier umgesetzt werden, weil halt die entsprechenden Aktien nicht in den Wikifolios gehandelt werden können. Aber das ist kein Grund zu verzagen, denn 550 Aktien, das ist schon ziemlich viel an Auswahl. Und ich zeige Ihnen eigentlich das nur, damit Sie mal sehen, was da werden könnte, wenn man alle Signale umsetzt und die Aktienmärkte sich so verhalten wie in den letzten 3 bis 4 Jahren. Kann man ja nicht erwarten, aber das wäre das Schönste aller Welten. Die Gesamtperformance, nämlich, die sehen Sie jetzt hier. Das ist die Gesamtperformance, wenn man 5.000 Dollar, sprich die 4.000 Euro, die im Wikifolio als Kapital verwendet werden, wenn diese umgesetzt werden über die entsprechenden Einzelsignale. Da sehen wir zum Beispiel hier, aus diesen 5.000 Dollar wären 175.000, 170.000 Dollar geworden. Das ist ziemlich viel.
Allerdings würde ich das jetzt mal momentan nicht überbewerten. Wir haben ja schließlich hier einen riesen Bullmarkt gehabt im letzten Jahr. Und Sie sehen schon, seit Jahresanfang geht es mehr oder weniger in diesem diesem Handelssignal, nicht im Wikifolio, seitwärts. Sieht man übrigens auch bei den deutschen Aktien. Aber nichtsdestotrotz ist sozusagen der Profitfaktor mit 2,82 nicht zu verachten. So, damit Sie mal sehen, was da so alles kommen kann, zeige ich Ihnen jetzt mal die Trades, die da immer so anstehen und was es im schlimmsten Fall, zu welchen Verlusten es kommen kann. Hier sehen Sie schon mal, das ist zum Beispiel das, was wir jetzt momentan vielleicht bekommen, dass sehr viele Aktien ab Anfang eingekauft werden und wenn die Börse jetzt natürlich nach unten abdreht, dann haben sie gleich am Anfang 2, 4, 6, 8 Verluste hintereinander. Nichtsdestotrotz wird es langfristig dann wohl mehr oder weniger nach oben gehen. Sie sehen hier das Stadtkapital 5.000 ging erstmal runter auf 4.900, weil das sind ja sehr kleine Positionen. Aber im Endeffekt schauen wir mal, was gegen Ende 2010 hier draus wurde. Wo haben wir es hier? 2010. Hier haben wir es. Hier unten. 31.12.2010 wäre dieses Depot mehr als 100% im Plus. Das ist natürlich jetzt zu schön, um wahr zu sein. Deshalb muss man das erstmal ein, zwei Jahre sehen. Im zweiten Jahr kam dann aus diesen 11.000 wurden laut dieser Systematik hier oben haben wir es, 25.000, auch wieder 100%. Im dritten Jahr haben wir gehabt, laut Handelssystemgenerierung 49.000 und im Jahr 2013 ging es natürlich massiv nach oben, das sehen Sie hier, sind es 150.000 gewonnen. Das ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Ich wäre froh, wenn ich die Signale so umsetzen könnte, dass da 20-30% pro Jahr rauskommen. So, jetzt werden natürlich einige Leute sagen, das ist ja wunderbar, diese Handelssystematik, so schön kann ich mich auch mit meinen eigenen Programmen reich rechnen, weil die Systeme ja sozusagen rückwirkend erstellt wurden. Da haben wir hier mal, zeige ich Ihnen jetzt mal das Beispiel Exelon. Exelon, die Aktie ist ja momentan in dem Wikifolio drin und ist mit einigen Pünktchen im Minus. Die Positionsgröße hier ist natürlich höher, weil wir haben ja jetzt schon deutlich mehr Kapital da drin. Aber momentan ist die Position 7% im Minus. Und da möchte ich Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Trotz dieses Minusstandes ist das ein System, was langfristig funktioniert. Denn es wurde nicht bis hier zum Schluss, bis zum aktuellen Kurs, die Daten bis zu diesem Schlusskurs wurden nicht verwendet, sondern es wurde der Beweismodus eingeschaltet. Das heißt, das Programm nutzt zur Erstellung eines Handelssystems nur die Daten bis 2006. Sie sehen es hier oben. Und erstellt dann dieses entsprechende System und schaut dann, ob nach 2006 dieses System auch noch funktioniert hat. Jetzt stellen wir einfach mal um auf Beweismodus. Da sehen Sie, das System hat diese Signale generiert hier mit einem Profitfaktor von 5,39 und einer Trefferquote von 50%. Und jetzt schalten wir das mal aus, lassen das neu berechnen. Und da hat das System immer noch funktioniert mit einer Trefferquote von 60% und einem Profitfaktor von 8,32. Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Position, die Sie hier sehen, einige Pünktchen im Minus. So läuft das Ganze und das machen wir natürlich nicht nur für den einen Wert, sondern für alle 550 Werte, die hier in dem Depot drin sind. Und da wird natürlich dann immer gesehen, dass das auch Systeme sind, die funktionieren. Es können zum Beispiel einige Wikifolio-Aktien gar nicht gehandelt werden, weil da der Computer nichts Gescheites rausbekommt. Ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen,
wie solche Signale entstehen. Das Programm ist ja so eine Vektorsoftware und das untersucht sozusagen den Kursverlauf bis 2006, alles was da so geschehen ist, und erstellt eine Datenbank. Und diese Datenbank, die wird überprüft, und wir haben hier oben ja eine Prognose auf genau 45 Tage, Haltezeitraum 45 Börsentage. Und da sagt uns das Programm, wenn wir jetzt hier einsteigen, dann wird die Aktie in den nächsten 45 Tagen genau, also bis zu 45 Tagen Haltedauer 11% steigen, weil das in 86% der letzten, in 86 Fällen 60% mal passiert ist. Aus diesem Grund wird dann eine Einstiegssystematik erstellt, die uns dann die Regeln vorgibt, wann wir in diese Position einsteigen sollen an dem heutigen Handelstag. Und das ist natürlich vor einigen Tagen geschehen. Und jetzt sind wir natürlich in dieser Aktie long, aber nichtsdestotrotz sagt uns hier dieses Pattern, dass die Aktie in 45 Tagen dort oben stehen wird. Das machen wir natürlich für die 550 Aktien, dann kommen jeden Tag ein paar neue hinzu, weil halt das Universum ständig erweitert wird. Die Berechnungszeit ist zwischen 2 und 4 Stunden, nachdem der Kursverlauf analysiert wurde. Das dauert auch nochmal eine Viertelstunde. Und dann nehmen wir bei entsprechend gutem Signal die Aktie in unser Universum auf. Übrigens, die Systematik wurde schon im ersten Wikifolio-Video in der PowerPoint, im PowerPoint-Vortrag vom VTAD, den ich für den VTAD in München gemacht habe, den Sie auch hier im Traders Forum online abrufen können, nochmal genauer erklärt. Das können Sie sich auch anschauen. Den Link finden Sie hier auf in diesem Beitrag ganz unten. Und der erklärt nochmal genau an verschiedenen Grafiken, wie das Ganze so funktioniert. Ich habe festgestellt, dass je länger der Kursverlauf vorhanden ist, desto besser werden die Signale. Wir haben zum Beispiel in Deutschland manchmal Kurshistorien nur ab 1993. Das würde bedeuten, die Aktie nimmt 2/3 des Kursverlaufes zur Erstellung des Handelssystems und 1/3, um zu sehen, ob es funktioniert. So, jetzt haben wir aber in Amerika natürlich viele Aktien, die 15, 20, 30 Jahre Kursverlauf haben. Da sind natürlich die Signale wesentlich besser, als wenn sie nur einen Kursverlauf haben von 3 bis 4 Jahre. Natürlich kommen dann auch nur wenige gute Treffer raus. Aber nichtsdestotrotz, das Universum in Amerika ist wesentlich besser als in Deutschland, weil in Deutschland können Sie zum Beispiel sehr viele Einzelaktien. So, möchte ich mal ein Beispiel aus Deutschland zeigen. Hier sehen Sie zum Beispiel die Aktie von Pulsion Medical, enger Wert. Sie sehen, manchmal kommt es hier zu keinerlei Umsatz an mehreren Tagen hintereinander, hier oder hier. So, wenn Sie so einen Kursverlauf untersuchen lassen, dann ist er mehr oder weniger vom Zufall abhängig und jegliche Prognose wird dadurch erschwert. Hier haben wir zwar eine Prognose von 3,3% Anstieg, aber gerade solche Sachen finden Sie bei amerikanischen Aktien nicht. Und aus diesem Grund sind die auch wesentlich besser zu handeln, weil da grundsätzlich immer ein Umsatz irgendwo entsteht. Kleine Werte haben sogar schon ziemlich hohen Tagesumsatz und deshalb sind die amerikanischen Börsen prädestiniert, mindestens mal für ein Wikifolio herzuhalten. So, hier sehen Sie mal die aktuellen Bestände, die hier die letzte Zeit umgesetzt wurden. Was ich noch erwähnen möchte, das ist jetzt morgens um 10.49 Uhr, das ist ja der Markt geschlossen in Amerika. Aus dem Grund ist auch der Spread in diesem Wikifolio, Sie sehen es, deutlich höher als üblich. Der wird heute Mittag dann natürlich zusammengehen, wenn diese Werte gehandelt werden. Aber da ja die Werte meistens jetzt berechnet werden anhand eines Bid-Kurses und der Ask-Kurs oftmals 50 Cent höher ist, ist natürlich morgens das sehr schlecht, so ein Wikifolio zu verkaufen und zu kaufen. Das sollte man dann schon eher mittags
machen. Übrigens dauert die Berechnung dieser ganzen Routine von den 550 Aktien um die 1,5 Stunden, weil jede Aktie ja einzeln durchgearbeitet werden muss. Das bedeutet, der Kursverlauf wird erneut analysiert mit dem Kurs von gestern. Dann wird eine Prognose erstellt, dann wird geguckt, ob die ein bestimmtes Niveau erreicht, eine Trefferquote von 50% oder 75%. Und erst dann wird geguckt, ob man da eine Kauf- oder Verkauforder auf dem Bildschirm den Anwender zur Verfügung stellt. Und hier unten haben wir noch einen weiteren Wert, der wird irgendwann die nächste Zeit rausfliegen. Das ist Zack. Dieser Wert ist schon sehr, sehr lange im Depot, weil der wurde anhand einer Buy-Set-Up-Formation erworben. Und Sie sehen hier, das ist die Ausbruchslinie. Das Papier ist irgendwann ins Depot genommen worden, weil wir davon ausgingen, dass das Papier so nach oben läuft. Das ist natürlich jetzt erst gekommen. Die Aktie macht eine Korrektur. Aber wir gehen davon aus, dass das Papier bis an den Widerstand hier bei 6,50 noch heranläuft. Und das würde dann bedeuten, dass das Papier ungefähr 40% zugelegt hat. Ist natürlich die Sache die, ob es soweit kommt, muss abgewartet werden. Wenn die Börse sich etwas wieder festigt, dann bleibt das Papier im Depot. Ansonsten fliegt es bei entsprechend schlechtem Gefühl oder einer Unterschreitung einer bestimmten Kursmarke sofort raus. Das Positionsrisiko pro Position, wenn wir hier diese Signale umsetzen, liegt übrigens bei 0,25%. Das heißt, wenn die Aktie unter der Stop-Loss fällt, das heißt 15% in den Minus rauscht, dann geht das Zertifikat, dann geht das Depot um 0,25% nach unten. Und Sie sehen hier, der Computer, den habe ich jetzt mal eingestellt, dass er nochmal rechnet für Sie. Sie sehen, da geht es ziemlich langsam voran. Und das dauert jetzt halt nochmal 1,5 Stunden, um die Signale zu bekommen mit der aktuellen Positionsgröße. Das andere war ja ab 2010 zurückgerechnet. Und da werde ich Ihnen dann heute Mittag, werden Sie sehen, ob da einige neue Positionen mit aufgenommen werden.